Freunde, was geht? Ich bin's Loco und wie ihr seht, sind wir heute wieder Notrufenten und wir haben gestern im Livestream zusammen mir dieses neue Auto besorgt, Leute. Muss ich nicht mehr mit dieser Dingburke hier wieder rumgurken. Jetzt haben wir ja auch endlich ein fettes Auto, mit dem wir hier in der Stadt rumcruisen und rumdriften können, Leute. Es lohnt sich der Kriminelle doch erst richtig. Und ja, genau das werden wir heute, denke ich, auch tun. Wir werden wieder unser Konto aufstocken, nachdem ich jetzt gestern 170.000 für dieses Auto ausgegeben habe, Leute. Und während ich den Server wechsle, wissen die meisten vielleicht schon, was zu tun ist. Ihr liked das Video, wenn ihr meinen Kanal schon abonniert habt. Und die anderen, die es noch nicht getan haben, Leute, die abonnieren jetzt meinen Kanal. Guck mal, wo kann ich so komisch hinstellen? Zack, zack. Hey, Leute, okay, wir sehen uns auf dem Öffentlichen. So, da sind wir, glaube ich, gehört. Da sind wir auch schon, Leute. Oh, ich feiere dieses Auto so hart. Ich freue mich auf den Tunic Pass, Leute. Wenn wir den haben, dann können wir auch ein bisschen geilere Reifen, schönen Spoiler noch ranmachen, Leute. Für null bezahlen. Easy, das Auto ist heile. Ja, wir gucken als erstes mal direkt in der Bank vorbei. Habe ich eigentlich noch Munition? Yes, Leute. Auch so geil, dass man das alles im Auto nachschauen kann, Leute. Man braucht hier echt niemand, nichts anderes über aussteigen und sowas. Man kann hier so viele schöne Bilder. Oh, genau die falsche Richtung. Aber Leute, ich freue mich so, dass ich endlich ein schönes Auto habe, ey. Oh yeah, Leute, jetzt macht Notruf Emden umso mehr Bock. Wir fangen aber genau wie Notruf Hamburg an, Leute. Da hatte ich auch erst so ein Audi-Limousine. Und dann das schnellste Auto erst. Aber ist ja kein Problem. Hauptsache, wir sind erstmal von diesem GTI weg und können auch bei der Verfolgungsjagd hier entkommen. Quietsch, quietsch, quietsch. Sieht so geil aus, alles hier. Muss ich ehrlich gestehen. Auch die Autos, so viel cooler, ey. Aber macht es ja auch richtig Spaß zu rasen hier und zu driften. Oh, ja, wenn man denn keinen Unfall baut. Die muss ich hier noch ans Gelenken gewöhnen, auf jeden Fall. Aber man kann hier auf jeden Fall eine Menge mit anfangen, Leute. Wenn man denn nicht auch gegen die Wand fährt. Ey, Geisterfahrer. Niung. Niung. Zack. So, Leute. Wir holen uns hier jetzt hoffentlich den Code. Da ist er. 0472. Easy. 0472. 0472. Oh, er ist sogar offen. Er ist wirklich offen, Leute. Oh mein Gott, perfekt. Das ist ja optimal, optimal, optimal. Ich hoffe, es ist gerade nicht so viel Polizei online. Ich hoffe, die hört man hier genauso gut. Oh Gott, Leute, oh Gott. Ah, kann ich die auch kaputt schießen? Oh Gott, Leute, das ist viel besser. Oh mein Gott, das ist hier viel besser. Die müssen wir auch noch alle mitnehmen. 67, 67. Ist das alles so ein bisschen abhängig, wie viele auf dem Server sind? 67, 67. War das nicht bei 200? Ich habe das Gefühl, das war bei 200 gestern. Oder sind wir doch auf privaten Server? Nee, oder? Ich habe doch da jemanden gesehen. Ich kann gar nicht auf privaten sein. So, wir haben alles aber mitgenommen jetzt. Sehr gut. Flüchten wir mal schnell. Gucken wir mal, wie viel Geld das gebracht hat, wirklich. Ich bin ja echt neugierig jetzt hier. 67, 67 spitziges Geld. Das ist ja gar nicht so viel. Ich dachte, ich habe im Auto gehört. Und weg hier. Schnell, schnell. Schnell. In den Tunnel rein. Und weg, 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 weg. Schnell, Leute. Yo. Okay, das war ein bisschen zu lang gezogen, der Drift. Okay. Ab geht's zum nächsten Raubüberfall. Leute, wir sehen uns da. Leute, und wir müssen warten. Warten. Warte, jetzt brennt die Bank vor allem, Leute. Ich war das nicht. Oh Gott. Ich war das nicht. Hey, wieso? Jetzt erst. Ich wollte gerade sagen, ich wollte schon drüber rumfahren. Vollgas. Nee. Drift und voll um die Kurve. Aber doof, dass der irgendwie immer so eine 180-Grad-Drehung macht, wenn ich nur so einmal anschlage. Mal gucken, wie man das irgendwie ändern kann. Wusch. So. Mein Freund.
Verkaufen. Wie viel schmutziges Geld haben wir? Crymap. Fast 6000. 6000. Und da sind die Uhren ja jetzt schon mit bei, ne? Ja, gut. Okay. Wir gucken mal Tankstelle. Obwohl, es wird doch gerade Nacht, Leute. Alles, das ist nicht Jonas? Jonas, was geht ab? Hey, wir haben wieder jemanden dabei. Wir rauben hier wieder ein bisschen aus, Leute. Danke, Loco, kein Thema. Wir rauben aus hier. Da müssen wir kurz gucken, was hier abgeht. Leute, ihr seid dafür auch da. Oder ihr wart gestern so für mich da, dass ich das Auto hier kaufen konnte. Deswegen bin ich jetzt auch für euch da. Um zu diesem Haus hier hinten zu kommen. Genau. Leute, hier wollte ich hin. So, Leute. Ja, Mann, wir schalten das frei. Wir gehen hier jetzt rein, Leute. Wir brechen ins Haus ein. Oder es nicht wundert, ich antworte dir hier in deinem Video. Aber du kannst dir sicher sein, ich lese jede deiner Nachrichten, die du jetzt schreibst. Jetzt geht doch auf. Es dauert immer so ein paar Mal, Leute. Das ist so doof. Das ist echt doof. Wieso klappt das nicht? Es hat leider nicht funktioniert. Wieso nicht, Leute? War ich was falsch? Aha. Okay. Das Bild nehmen wir mit. Dann sind hier hinten noch diese Schließfächer, genau. Diese Schließfächer, Leute, die knacken wir auch noch. Ich glaube, er hat keinen Dietrich dabei. Ein bisschen schlecht für dich. Die Leute, dass ich frage. Schreibt mal in die Kommentare, kann man das irgendwie besser machen oder mache ich das so schlecht wirklich? Weil die waren gestern da so dran. Und es hat einfach so geklappt direkt. Also habe ich das Gefühl gehabt. Also muss man sich anders hinstellt. Aha. Oh, Polizei. Polizei. Oh Gott. Oh Gott, Leute. Den treffen wir doch, Leute. Und erledigt. Und hier machen wir jetzt natürlich weiter. Leute, so machen wir das nämlich. Der perfekte Hausraub. Ich hoffe, ich mache das hier jetzt trotzdem richtig. Ich meine, es ging ja auch irgendwann auf. Oh Mann, Leute. Konnte nicht freigeschaltet werden. Aber nett, dass die mit Sirenen anfahren. Dann hört man sie wenigstens. Oh Mann, Leute. Schon wieder ein Auto. Gehst du gucken? Wer war das? Polizei. Polizei, wer bist du? Es ist wirklich Polizei. Ah! Oh Gott, die habe ich ja gar nicht gesehen. Alter, Leute. Das wird ja jetzt immer gefährlicher hier. Und er hat keine Waffe, das ist das Problem. Und ich habe gleich keine Munition mehr. Oh Mann. Der Hausraum. Das hat jetzt schon 4 Cops hier auf dem Gewissen. Endlich. Okay, in der Mitte war letztes Mal auch nichts. Ja, haut ab. Komm, schnell.
Schnell abhaut hier. Ja, Mann, aber du, Leute. Okay. Ab geht's. Weiß zwar echt nicht wohin, aber wir haben... Oh, habt ihr den Drift gesehen, Leute? Oh, das ist das... Hier will ich nicht hin. Nee. Dann fahren wir mal da lang. Wir fahren einfach mal hier lang. Das sieht gut aus. Eine Brücke, die wir nutzen können. Da müssen wir jetzt zum Dealer. Ich habe auch noch Bilder. War der direkt hier? Ja, da unten war der, Leute. Wir müssen einmal nach rechts jetzt. Oh, fast K.O., Leute. Aber nicht so schlimm. Ich mag dieses Auto so sehr. Autofahren macht hier so Bock, Leute, ehrlich. So, alles verkaufen. Dann muss ich hier mal kaufen, Munition nachfüllen. So, Leute. Alles klar, easy peasy, Leute. Das war auf jeden Fall eine geglückte Raubmission in der Nacht. Bin pleite. Ich bin auch fast pleite. Dann gehen wir jetzt mal zusammen eine Bank ausrauben. Wir machen Bank, das ist gar kein Problem. Wir machen irgendwas. Komm. Raub den aus. Geht der? Ja, perfekt. Sammel du das Geld auf, schnell. Jonas, los. Still, sammel das Geld auf. Los. Einsteigen. Polizei ist schon da hinten, sehe ich gerade. Ist das die Polizei? Da ist doch Polizei. Okay, Leute. Und auch nicht easy. Okay, Leute, wir... Oh mein Gott. Was? Was ist jetzt passiert? Durch den Autounfall oder was? Mein Auto ist komplett kaputt. Nein, das zählt doch nicht. Er hat das Auto geklaut. Er hat das Polizeiauto geklaut, Leute. Oh mein Gott, das ist ja perfekt gelaufen. Hau ab. Hol mich ab. Oh mein Gott. Leute, oh mein Gott. Die kommen hierher. Die sollen hier ruhig herkommen, Leute. Ich erwisch die alle. Okay. Was machen wir jetzt? Stecken wir uns hier hinten? Oh mein Gott. Ist ja perfekt. Ist das so ein LKW, den man ausrauben kann? Habe ich mal gehört hier zumindest, dass wir die so LKWs ausrauben können. Können hier irgendwie... Nee, irgendwie nicht. Kann ich hier hochklettern? Oh mein Gott, das geht wirklich, Leute. Okay, da hinten ist... Guck mal, ob wir aufs Dach kommen. Machen wir jetzt mal den kriminellen Sniper hier. Oh Leute, da stehen sie alle. Oha. Oh mein Gott. Boom. Einmal getroffen. Das ist das Gute hier, Leute, dass du hier auf... Das ist Jonas. Ich treffe ihn. Ah, oh mein Gott, Leute. Hä? Keine Munition mehr, oder? Das ist kein krimineller Spieler, okay. Kannt haben, dieses Spieler ist kein Krimineller. Hä? Macht ja gar keinen Sinn. Wie ist der kein Krimineller? Der hat gerade auf mich geschossen.
Der nur, wenn der seine doofe Waffe drauf hat, oder was? Ich bin auch gleich One-Shot. Ich bin einfach gleich One-Shot, Leute. Ich weiß auch nicht so richtig, was ich machen soll. Leute, Entschuldigung, dass ich gerade so wenig spreche. Er hat ihn erschossen. Wieso ist das? Leute, das buggt doch. Ich bin ja auch kriminell. Das ist doch ein verdammter Polizist, der schießt. Leute, ich verstehe es nicht. Das macht ja vorne und hinten wirklich gar keinen Sinn. Oh mein Gott, ich habe sein Auto angezündet, glaube ich. Konnte durch die Flammen aber gut entkommen. Da vorne stand er. Können wir jetzt hier hinten hin? Nee, oder? Nee, wollte schon sagen. Ey, was? Leute, das ist so lächerlich. Ich muss doch jeden Polizisten erledigen können, den ich will. Guckt euch das an. Was ist das für ein Schmutz? Was ist das für ein Schmutz? Kann mir das mal jemand erklären? Was ein Schmutz? Egal, wir gehen doch mal rein. Guck mal, das ist jetzt ein besserer Service, der nicht so rumbackt. Macht ja gar keinen Sinn hier. Oh, er steigt hinten. Nein, ich will doch nur fahren. Ab geht's. Jawollo. Drift und Vollgas. Das ist scheint nicht Jonas, nee. So, Leute, ist hier alles nachgeladen? Ja, nein. Und wir könnten doch eigentlich ein bisschen Munition für mein Sturmgewehr vertragen. Oh, erstmal checken wir die Bank hier ab auf dem Server. Das erste, was wir immer jetzt tun hier. Bereiten unsere Fluchtmobil auch schon vor. Schließen es aber ab. Gehen hier vorsichtig rein. Sagen guten Tag. Ich bin hier. I don't know. 8004, Leute. 8004 ist der Code. 8004, 8004. Zack. Oh, hier ist voll. Er schießt einfach weiter. Es ist so ein Spiel manchmal. Oh mein Gott. Dann sind das hier bestimmt auch 200er. Ja. Oh mein Gott, Leute. Ich hoffe, ich kann hier genug alleine für mich wegnehmen. Die Bank mal alleine ausrauben. Mal sehen, wie viel Geld das bringt. Ich hoffe bloß, wir werden nicht erwischt. Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Oh, lalala. Oh mein Gott, lol. Er hat irgendwie diese. Ich habe auch gleich keine Munition mehr. Ich glaube, da kommt ein Auto. Oh mein Gott. Schnell, 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 Leute. Aber bisher waren wir eigentlich ganz gut. Wir haben auch volles Leben. Munition macht uns nur ein bisschen zu schaffen. Aber wenn wir gut zielen, stelle ich dir das nicht so schwer vor. Jetzt wäre das die Flucht mal durch den Tunnel ganz interessant, wenn draußen ein Auto stehen. Da steht ein Auto. Ich glaube, der hat nicht viel mit uns zu tun. Alles klar, ab geht's, Leute. Und wir haben eine ganze... Oh, wir müssen kurz umdrehen. Da geht's zum Händler. Wir haben eine ganze Bank hops genommen und diesmal auch eine volle Bank. Da musste ich das Geld nicht mit 67 und so teilen. Ich weiß gar nicht, was das soll. Oh mein Gott. Ist die Polizei, die hinter mir her ist? Nee, ich glaube nicht. Oh mein Gott, ich dachte schon, Leute. Feuerwehr ist hier am Start. Das ist aber nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Verkaufen. Verkaufen. Ausrüsten. Munition kaufen.
Ach, die sind gar nicht auf dem Weg zu mir. Ich dachte, die sind alle auf dem Weg zu mir. Oh mein Gott, habe ich mich kurz erschrocken. Hallo? Kann ich dir weiterhelfen? Wenn du mit Stein fahren willst, dann steckst du ein oder nicht? Okay. Hallo? Und verschwindet, Leute. So, wir haben jetzt alles verkauft, bis auf meine Waffen, die behalte ich auch, weil du wirst hier anscheinend auch, kriegst dein Geld auch, wenn du noch kriminell bist. 30.000 haben wir jetzt nochmal extra gemacht, Leute. Und dann, Leute, sehe ich wir uns hier auf dem privaten Server wieder und ich habe jetzt wieder ein bisschen, oh, es freut mich richtig, dass es gut gelaufen ist heute mit den Kriminellen. Notrufenden macht mir richtig Spaß, Leute. Ich hoffe, euch gefällt das auch. Schreibt doch gerne in die Kommentare, ob ihr auch davon mehr sehen wollt. Ich finde es auf jeden Fall mega geil. Freue mich jetzt, dass wir das Auto hier haben und der kriminelle Sniper ist hier derselbe wie Notruf Hamburg, Leute. Ich bin immer noch der Überkriminelle. Niemand kann mich aufhalten. Schaut in die Beschreibung, da findet ihr meinen Discord-Kanal, ganz wichtig, und abonniert diesen Kanal für mehr solchen Content und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Leute!